Ein herzliches Willkommen zurück zum mittlerweile schon vierten Part von Subnautica Below Zero. Wir spielen weiter. Wir haben nämlich aufgehört. Wir haben die mobile Fahrzeugstation, auch Modifizierungsstation, aber die haben wir ja auch noch nicht gebaut. Und ich hatte mir vorgenommen, weil ich jetzt auch aktuell nicht so viel Zeit habe, dass wir die Seebahn bauen. Zumindest schon mal die Ressourcen dafür uns besorgen. So, perfekt. So, da sind wir drin. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Achso, wir brauchen erstmal eine Batterie für unseren Seegleiter. Das war Essen, das war das Falsche. Gucken wir mal kurz. Wo waren denn nochmal. Was war das denn? Thermoskanne. Oha. Ach, das ist so eine Dings für. Okay. Wesselköpfchen, Kupfererz. Brauchen wir beides, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Geißelkörbchen, Geißelkörbchen. Oh. Ist schon ein bisschen detailreicher als. Wir können hieraus die Batterie nehmen. Und dann können wir jetzt erstmal nach Geißelkörbchen suchen. Müssen wir mal. Ne, hier gab es keine. Oh, ich sag ja, die Musik ist richtig cool. Ja, die Seebahn brauchen wir, um da runter zu tauchen. Hier vielleicht? Da, Geisteskörbchen, perfekt. Zwei Stücke ist auch die Anzahl, die wir brauchen. Ja. Da war noch so ein Glubschaugenfisch. Doch, Kalk brauchen wir, ne? Ja. Oder? Was ist das? Kupfer, perfekt. So, nehmen wir mal Batterie raus. Weil die kommt ja hier in den Scanner, genau. Perfekt, wir haben direkt eine Batterie. Brauchen wir einmal Essen. Ah, Wasser. Ich glaube, Wasser ist auch hier wichtiger als. Ja, wir brauchen nur noch erweiterte Kabelsatz. Und dann haben wir es. Perfekt. Wir müssen einmal gucken, was ein erweiterter Kabelsatz. Computerchip. Und für einen Computerchip brauchen wir Gold. Das heißt, wir müssen. Okay. Wir müssen einmal wieder nach da drüben. Wir können ja mal gucken, ob das vielleicht da in der Nähe ist. Weil ich weiß leider nicht, wie weit wir runter müssen. Boah, das sieht doch immer wieder krass aus, ne? Dieser Effekt hier. Ich finde also wirklich auch die Grafik. Boah. Echt schön. Teilweise schon schöner. Auch wenn es noch Unity ist, als in Subnautica. Eins. Wir können ja auch mal hier runter. Was ist das denn hier, jo? Waren wir hier schon? Nee, hier waren wir nicht. Karte. Auf der Karte sieht man gar nichts. Ah. Guck mal, die war direkt vor unserer Nase. Die mobile Fahrzeugstation. Ah, aber das brauchen wir, glaube ich, ne? Hier. Ja, das könnte wichtig sein. So, wir gehen weiter. Da ist die Delta-Straße. Okay, das ist aber noch weiter entfernt. Oh, Alter. Das ist noch weiter entfernt als die Delta-Station. Ach, guck mal, wir sind schon hier bei diesen Hydrothermalquellen. Da drüben müsste dann die Delta-Station sein. Kleine Planänderung. Wir gehen, wenn wir hier fertig sind, gleich nach da drüben hin. Jo. Ich trau dem Ganzen nicht. Titan. Das Problem ist, Titan brauchen wir nicht. Das ist halt. Oh mein Gott. Was bist denn du?
Oh, Junge. Jo, Digga. Er kann springen. Okay. Alter, ich hab mich voll erschrocken. War das hier mit den... Nee, hier war das nicht. Ah, hier vorne. Ja, genau hier. Perfekt. Genau, ja, hier waren die beiden, diese... Ja, hier müsste irgendwo, oder? War das hier in den Rillen, oder wo war das? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Silber, gut, können wir noch gebrauchen. Oha. Viel, ja. Kupfer. Oh, was war das gerade für ein Erz? Dann können... Hier. Okay. Oh, Lithium. Das brauchen wir. Scheiß mal auf Titan, ja. Titan können wir mal wegpacken. Ja gut, wir haben Gold. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich würde sagen, dass wir... Lithium. Oha. Dann haben wir aber wenigstens schon mal... Also wir wissen erstmal, wo wir das herkriegen. Plus wir haben schon mal ein bisschen was für später. Oxygen. Ich würde sagen, dann machen wir kleine Planänderungen und gehen nach da vorne hin. Zu letzter bekannter Position der Pilotin. Was bist denn du? Wer bist du? Sichelflosser. Oh, nee, da ist wieder dieser... das ist ein Flosser oder wie der hieß, ich weiß es nicht. Gut, wir rennen über die Insel drüber. Wird ein kleines Abenteuer. Oh, diese Pflanzen, die sehen so cool aus. Stellt euch mal vor, ihr seid der Erfinder von diesem Design. Man muss sich richtig krass fühlen. Aber der ist... Boah, das ist so geil. Dieses Design, ich feiere das übelst. 500 Meter, das sollten wir hinkriegen. So. Letzte bekannte Position. Okay. Jo. Was seid ihr? Fumar. Okay. Detecting stone of an astronaut. Jo! Soltranskov Vessel nearby. Vessel name, Mercury. LOL! Als ob! Junge, wie was? Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Was ist das? Oh mein Gott. Kommt man hier irgendwie rein? Lol. Hä, kommt man hier irgendwie... Ja, geht das hier? Wie schade, man kann hier anscheinend nicht... Was ist das? Ah, Metallschrott. Ah, guck mal, das gibt's auch noch hier. Okay. Ja, wir müssen an die Oberfläche. Ah, das ist interessant. Ah, ne. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie... Sowas wie Seemutter oder so. Aber das gibt's ja hier nicht. Das sieht aus wie aus Star Wars. Ein Schildgenerator. Von Sternzerstörer. Okay, das ist ungefähr 200 Meter tief. Was? Hier ist Eis, okay. Gehen wir mal drauf, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir brauchen hier wirklich diese Seedings da. Ah, man kommt da gar nicht. Lol. Was zum... Was ist das? Oh, yo. Bin mal gespannt. 100 Meter.
Sobald wir bei 50 sind, müssen wir sofort wieder hochsteigen. Yo, was bist denn du? Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Haben wir das schon? Weiß ich nicht. Was? Lol. Nachbrenner? Oh, yo! Oh mein Gott! Was? Was? Jo, wir müssen nach oben, wir müssen nach oben. Wir müssen ganz dringend nach oben und wir gehen zurück. Fuck, nein. Das kann nicht sein. Das überleben wir nicht, oder? Warum sind hier so Tentakel? Junge, was ist das? Ich glaube, wir brauchen hier wirklich dringend die Seebahn. Das ist wie so Dings. Blätter aus dem Teich, wo Frische drauf sind. Wie heißen die nochmal? Kleeblätter? Nee, Kleeblätter. Seeblätter oder wie die Dinger heißen. Aber so künstlich geformt, ne? Seerose, genau. Reife Riesenseerose. Okay. Ne? Ist aber gar nichts. Okay. Geiler Bug. Ne, wir gehen zurück. Wir machen die Seebahn und dann kommen wir wieder. Weil das bringt jetzt nichts, sich hier irgendwie, Oh. Oh nein. Der lässt uns in Ruhe. Aber ich muss sagen, hier geht's viel tiefer runter. Also es gibt viel offenere Bereiche als in Subnautica 1. Also quasi dem ersten. Was bist du? Oh nee, das ist wieder dieser... Das sieht aus wie ein riesen Einsiedlerkrebs oder so. Also sowas mag ich ja, ne, wenn es so schön flach ist und gleichzeitig schön aussieht. Nicht so dieses offene, das ist ein bisschen komisch. Noch 90 Meter. So, rein da. Wir brauchen... Ach, wir haben... Wir haben alles. Perfekt. Wir können die Seebahn machen. Yes. So. Gucken wir mal. Computerchip machen wir weg. Seid ihr bereit für die Seebahn? Ich bin's. Richtig cool. Ich freue mich. Und Trommelwirbel, let's go! Oh, das Ding ist ja nur klar. Achso, ja, es gab solche Module, ne? Ja. Kommen sie. Hä? Ah. Ja, oh mein Gott. Boah, tschüss, ist sie schnell. Das macht Spaß. Das wird Spaß machen, obwohl das sind nur 150 Meter. Ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir Erweiterungs... Haben wir Tiefenmodul? Tiefenmodule? Lass uns mal gucken. Tiefenmodul oder so. Ne, hier gibt's... Achso, hier gibt's nur... Ah, Erweiterung. Da. Tiefenmodul. Emailliertes Glas. Ach, du Scheiße. Wir haben nicht mal... Ah, doch, Plaststahlbahn. Wir brauchen einmal Titanbahn. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal kurz Titan. Natürlich kriegen wir jetzt Kupfer raus. Hier, Titan, komm. Natürlich nicht. Hier? Ja. Wie viel? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, wir brauchen 9 Stück oder 12. 1, 2, 3. Titan. Da. Da. Dann haben wir auch da wieder ausgesorgt, zumindest für die nächsten Batterien, die wir brauchen. Eine Batterie können wir damit machen, aber egal. Titan. Rotgabe. Ich glaube, das braucht man gar nicht scannen, aber egal, das gehört einfach dazu zu Subnautica, finde ich. Auch gut, wir haben gerade einfach Titan weggeworfen. Das hätten wir gebraucht. Batterie können wir aber wegschmeißen. Ich würde sagen, wir
Bring mal kurz unsere Sachen weg. Da. Ah ne, die muss man abschneiden, ne? Ah, okay, doch nicht. Oder? Ich weiß gar nicht, sind das jetzt Samen oder... Ach, Ringelpilzstück. Okay. So. Die Geißelkörbchen und diese Blasendinger, da können wir ja reinpacken. Genauso wie das und das Fasergewebe, das brauchen wir nicht. Wir können einmal kurz ein Glas machen. Oh, wir können Titanbauen schon machen. Was? Ach, das braucht nur 5 Titan. Hm. Wusste ich nicht. Kann man das Rezept? Natürlich nicht. So, wir haben Titanbarren. Gucken wir mal kurz. Emailliertes Glas. Jetzt ist die Frage, wie machen wir emailliert... Ah, so, ich habe mich jetzt mal informiert. Ich habe auch kurz einen Kabelsatz gemacht, damit wir uns den Kompass machen können. Den wir jetzt auch benutzen. Perfekt. Und zwar müssen wir... Einmal, jetzt muss ich kurz gucken, wo springen wir rein? Da, Richtung Westen, ungefähr hier. Das ist bei diesen, wo diese Brücken sind, da können wir ganz entspannt runtertauchen und dort soll es dermaßen viele Diamanten geben, dass gar nicht mehr selten sind. Oh, das ist mega, guckt euch das ist so satisfying. Guck mal hier einfach durch und boah, das ist so satisfying. Aber ich glaube, man muss aufpassen, weil man zieht ja letztendlich dann zum Schluss hinter sich diese Dinger her, ne? Und also diese Attachments, sage ich jetzt mal. Jetzt müssen wir gucken, dass wir diesen einen Torbogen finden. Ne, wir sind richtig. Da ist er. Da ist er. Und hier können wir nämlich einfach runter. Angeblich. Und Abfahrt. Oder auch nicht. Oder doch. Ja, genau hier. Kann man drehen? Oh nein. Ah. Was ist das? Lol. Hä? Es ist einfach wie aus Subnautica 1 in der Alien-Technologie, ne? Das kann man aber auch nicht scannen, okay. So, jetzt ist die Frage, wo sind die aus? Was ist das alles? Ah ja, okay, die haben wir ja schon. Ach, guck mal, das sendet so ein Signal aus, ne? Also hier müssten eigentlich irgendwo Dias sein. Ah, man muss weiter runter. Aha, guck mal, was da hängt. Ah ne, es ist Quarz, hä? Ja, moin. Ja, das Problem ist, wir können hier nicht lange bleiben. Frachtabteil, okay, perfekt. Lol. Oh, wir werden sterben. Ja. Dias. Nein, wir sterben. Oh Gott, fuck, nein, wir sterben, ja. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Schade. Oh nee, da müssen wir gleich hierher schwimmen, ne? Obwohl. Oxygen. Eventuell schaffen wir es ja. Hm. Wir haben es geschafft. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ja. Okay, wir gehen nochmal einmal runter wegen Diamanten. Wir wissen ja jetzt, wo wir die finden. Sonst würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Und, ja. Ah. Hier vorne wäre auch einer gewesen, aber natürlich ist mir das nicht aufgefallen. Agilsäcke, glaube ich, sind das, ne? Ja, die brauchen wir auch. Und hier gibt es auch glücklicherweise diese Dingspflanzen, diese... Wir haben das Frachtabteil. Premium. Nice.
Die können wir dann auch kultivieren, sagen wir es mal so. Die Gelsäcke. Fuck, wir haben wieder ein Problem. Wir müssen wieder ganz schnell auftauchen. Okay. Wobei, das Ding können wir ja noch besser mitkillen. Das brauchen wir ja so oder so. Gut. Unsere Dings ist erledigt. Unsere Mission. Und wir gehen zurück. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, das hört sich noch geiler an als die Seemutze. Oh. Ah, guck mal, was ist das denn? Ach, hier ist es Quarz. Ich dachte gerade, ich hätte hier auch die erst gefunden. Oh, 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 oh. Oh Gott, ich verdrück mich. Womit fährt das Ding, frage ich mich. Ach so, hier an den Seiten, okay. Wir können mal gucken, was das Frachtmodul kostet an Ressourcen. So, da sind wir wieder. Bin mal gespannt. Also, emailliertes Glas müssen wir jetzt machen können. Oder auch nicht. Hä? Blei. Emailliertes Glas. Ich kann mich erinnern, das war sonst Pirschzahn, den wir brauchten. Haben wir Quarz? Natürlich nicht. Warum auch sonst? Warum sollten wir Quarz hier haben? Warum? Warum sollten wir irgendetwas, was wir brauchen, da haben? Aber naja. So, gucken wir mal. Glas, und dann können wir direkt emailliertes Glas machen. Perfekt. Was? Nachbrenner? Okay. Ja, prima. Dann haben wir das Tiefenmodul Stufe 1. Nice. Das können wir dann mal direkt einsetzen. Das ist die Frage. Ah, da. 300 Meter, yo. Ja, da können wir easy Diamonds und so holen. Und wir können da drüben hintauchen, da. Gut, dann würde ich sagen, dann war's das wieder für die vierte Folge von Subnautica Below Zero. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auf Twitch vorbei, ist überall verlinkt. twitch.tv/verlassener. Und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.